EA Productions. EA Pro Productions liest Hans Dominik, Atomgewicht 500. Heute 26. Kapitel. Hallo Jimmy, du sollst in die Office kommen, der Boss will dich sprechen, sagte im Kraftwerk der DuPont Company Kesselwärter Bulle zum Kesselwärter Miller und gab ihm einen freundlichen Rippenstoß. Zu Mr. Fletcher, Dickie? Fragte Miller. Was will der Alte von mir? Bulle zuckte die Achseln. »Musst selber wissen, Jimmy, was du ausgefressen hast. Mach mal einen Fix, brauchst dich nicht erst schön zu machen. Sollst so kommen, wie du bist.« Trotz der Ermahnung Bullets nahm sich Miller Zeit, erst seine rußigen Hände zu waschen und überlegte dabei, was er tun solle. Entweder zu Mr. Fletcher gehen oder sofort spurlos aus dem Werk und aus Salisbury verschwinden. Während er sich die Hände abtrocknete, kam er zu dem Entschluss, es zu riskieren und beim Boss anzutreten. Fletcher war nicht alleine in seiner Office. Ein älterer Herr war noch zugegen und musterte den eintretenden Kesselwärter durch die scharfen Gläser seiner Brille in einer Weise, die diesem ganz und gar nicht gefiel. »Nehmen Sie Platz, Mr. Miller. Mr. Spinner hat ein paar Fragen an Sie zu stellen«, sagte Fletcher. »Spinner? Spinner?« Miller glaubte, den Namen schon einmal gehört zu haben, aber er wusste nicht, wo er den Namen unterbringen sollte, unter dessen forschenden Blicken ihm von Sekunde zu Sekunde unbehaglicher wurde. »Ja, Mr. Miller, oder Mr. Ryder, oder wie Sie sonst heißen mögen.« Was der Kesselwärter sich bei seinem richtigen Namen Ryder nennen hörte, wäre er am liebsten aus der Office gestürmt, aber fatalerweise hatte sich Spinner so gesetzt, dass er ihm den Weg zur Türe versperrte. »Wenn Sie damit kein Geschäftsgeheimnis preisgeben«, fuhr Mr. Spinner fort, »bitte ich Sie, mir zu sagen, wie viel Ihnen hat Direktor Clayton für Ihre Berichte bezahlt.« Der Schlag kam unvermutet und hatte volle Wirkung. Miller schnappte nach Luft und starrte den Nachrichtenchef fassungslos an. »Ich weiß nicht, was Sie meinen, Sir«, brachte er schließlich stockend heraus. »Stellen Sie sich nicht dümmer, als Sie sind«, schnitt ihm Spinner scharf das Wort ab. »Beantworten Sie lieber meine Frage. Es interessiert mich, wie die Konkurrenz Leute ihres Schlages honoriert.« Der Nachrichtenchef blätterte in seinem Notizbuch und sprach weiter. »Sie sind ja ganz tüchtig gewesen, Ryder. Am 14. haben Sie einen Bericht geschickt, den nächsten am 16. Er las noch ein paar weitere Daten vor. Alles in allem 7 lange Berichte über einen alten Dampfkessel. Hat sich das Geschäft wenigstens gelohnt?« Miller wusste nicht, was er antworten sollte. Er wollte weiter leugnen und fand unter den kühlen Blicken Spinners nicht die Kraft dazu. »Na, lassen Sie es gut sein, Ryder«, sagte der Nachrichtenchef nach einer drückenden Pause. »Wenn Sie Ihre Geheimnisse nicht verraten wollen, kann ich Sie auch nicht dazu zwingen. Aber eins merken Sie sich bitte. Ihre Geschäfte hier im Werk sind zu Ende. Der nächste Zug nach dem Westen geht um 11.20 Uhr. Wenn Sie um 11.21 Uhr noch in Salisbury sind, lasse ich Sie verhaften. Was Ihnen dann blüht, wissen Sie wohl selber. Glückliche Reise, Mr. Ryder. Grüßen Sie Direktor Clayton von mir.« Mr. Miller, alias Mr. Ryder, wusste später selber nicht, wie er aus der Office herausgekommen war. Er war noch benommen, als er das Werk verließ. Auch auf der Straße glaubte er immer noch, den halb verschleierten und doch so zwingenden Blick Spinners zu spüren. Wie unter einem Zwang schlug er den nächsten Weg zum Bahnhof ein und kam rechtzeitig zu dem Zuge, der um 11.20 Uhr die Halle verließ. »Warum haben Sie den Kerl laufen lassen?« fragte Fletcher, als der Kesselwärter draußen war. Spinner wischte mit der Hand über den Tisch. »Es hätte wenig Zweck, den Menschen einzusperren, Fletcher. Wesentlichen Schaden konnte er doch nicht anrichten. Ein paar andere Herrschaften von der Zunft machen mir größere Sorgen. Achten Sie bei etwaigen Neueinstellungen auf die Namen Jefferson und Brown.« »Hübsche Sammelnamen, Mr. Spinner«, dachte Fletcher. »Im Telefonbuch von Salisbury nimmt der Name Brown ungefähr 10 Seiten in Anspruch, und Jefferson ist auch nicht gerade selten.« »Hilft nichts, Fletcher. Gott sei Dank wissen wir, dass die Kerle unter diesem Namen segeln und wollen uns danach richten. Stellen Sie keinen ein, der sich so nennt. Es ist der einfachste Weg, sich die Gesellschaft vom Halse zu halten.« Fletcher nickte. »Gut, Mr. Spinner, ich werde mich danach richten.« Spinner griff nach dem Tischtelefon. »Gestatten Sie, Fletcher?« Er nahm den Hörer ab und ließ sich mit Dr. Wandel verbinden. »Sie sind Slaughter«, hörte ihn Fletcher in den Apparat sprechen. »Ist der Doktor nicht da?« Und dann nach einer längeren Pause. »Gut, gut, ich komme gleich zu Ihnen.
»Großer Gott, was regt sich der gute Slaughter so auf?« sagte er zu Fletcher, als er den Hörer wieder auflegte. »Dessen Sorgen möchte ich haben und das Einkommen von Mr. Dowd. Auf Wiedersehen, Fletcher. Vergessen Sie die Namen Brown und Jefferson nicht.« Im Schein der hellen Vormittagssonne wanderte der Nachrichtenchef über verschiedene Werkhöfe bis zur Abteilung Slaughters und betrat das Zimmer Dr. Wandels. Der Doktor saß mit Slaughter zusammen über allerlei Papieren. Er war dabei, ihm eine langwierige Formel zu erklären, und gegen seine sonstige Gewohnheit hörte Slaughter aufmerksam zu. Spinner stutzte, als er die erregten Mienen der beiden bemerkte. Etwas derartiges war er bisher weder von dem meist etwas phlegmatischen Slaughter noch von Dr. Wandel gewöhnt. »Sie suchten nach mir?« sagte er nach einer kurzen Begrüßung. »Ich wäre sowieso zu Ihnen gekommen, Herr Doktor. Es sind Nachrichten aus Detroit da, die Sie stark angehen.« »Wir haben Neuigkeiten, die Detroit noch viel stärker angehen,« platzte Slaughter dazwischen. »Ein schönes Basiliskenei hat der Esel von Laboratoriumsdiener der United ins Nest gelegt. Wenn nicht schleunigst etwas dagegen geschieht, kann ganz Detroit in die Luft fliegen.« »Na, na, lieber Slaughter,« versuchte Spinner, den Aufgeregten zu beschwichtigen. »Sie übertreiben wohl ein bisschen. Eine Stadt von 2 Millionen Einwohnern geht nicht so ohne weiteres in die Luft. Was meinen Sie dazu, Herr Doktor?« »Es ist leider so, Mr. Spinner,« bestätigte der Doktor die Worte Slaughters. »Der unerwartete Zwischenfall, Ihr Gewährsmann deutete die Möglichkeit einer Sabotage an, hat die physikalischen Bedingungen bei dem Versuch von McGann auf eine unglückselige Weise verändert. Es hat sich infolgedessen in dem Autoklav ein Stoff gebildet, der...« Dr. Wandel zögerte, suchte nach Worten, um treffend auszudrücken, was er sagen wollte, und fuhr dann fort: »Ein atomarer Explosivstoff, Mr. Spinner, der ebenso heimtückisch wie gefrorenes Dynamit, aber billionenfach stärker ist.« Mr. Spinner war in der Lage, die Bedeutung dieser Worte voll zu erfassen, denn aus seiner früheren Tätigkeit her, die nun schon viele Jahre zurücklag, wusste er, was es mit gefrorenem Dynamit auf sich hat. Er wusste, dass es aus den geringfügigsten Ursachen, oft überhaupt ohne jede erkennbare Ursache, plötzlich detoniert, dass es gleichbedeutend mit lauerndem Tod ist. »Um Himmels Willen, Herr Doktor, wie ist das möglich?« fragte er, als er den Eindruck der Mitteilung etwas verwunden hatte. »Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen erklären soll, Mr. Spinner,« erwiderte der Doktor. »Es hängt natürlich mit dem Aufbau der Atome zusammen. Stellen Sie sich vor, dass Sie etwa neben einem mächtigen Turm stehen, der jeden Augenblick zusammenstürzen und Sie unter seinen Trümmern begraben kann. Dann haben Sie eine ungefähre Vorstellung von den Verhältnissen. Sie können sich wohl denken, wie es Slaughter und mir zumute war, als wir diese Gefahr erkannten.« Blässe und Röte wechselten in den Zügen Spinners. Erst jetzt kam ihm zu Bewusstsein, dass eine nicht unbeträchtliche Menge des verderbenschwangeren Stoffes sich auch im Laboratorium des Doktors befand. Er blickte sich scheu um, als erwarte er jeden Augenblick eine Explosionskatastrophe. Slaughter sah es und kam ihm zu Hilfe. »Hier haben Sie nichts zu befürchten, Spinner. Der Stoff, den wir hier gehabt haben, ist nicht mehr gefährlich.« »Nicht mehr gefährlich?« kam es wie ein Echo von den Lippen Spinners. »Wie soll ich mir das erklären?« Slaughter machte eine Handbewegung zu dem Doktor hin. »Lassen Sie sich von dem hier sagen, der hat das Kunststück fertiggebracht.« Dr. Wandel versuchte, theoretische Erklärungen zu vermeiden, die der Nachrichtenchef doch wohl kaum begriffen hätte. »Gefrorenes Dynamit muss man vorsichtig auftauen, dann wird es wieder friedlich,« antwortete er auf die Frage Spinners. »Und wackelige Atome lötet man im Autoklav wieder zusammen, dann vergeht ihnen die Lust zu explodieren.« »Das sagt der Doktor so, als ob's die einfachste Sache von der Welt wäre,« fuhr Slaughter dazwischen. »Aber das kann ich Ihnen sagen, Spinner. Es war verdammt nicht einfach, als wir beide, der Doktor und ich, gestern nach Werkschluss das verdammte Zeug in den Autoklav packten. Geben Sie's doch zu, Doktor, die erste Viertelstunde war Ihnen auch nicht wohl dabei.« »Lassen Sie nur, Slaughter,« wehrte Dr. Wandel ab. »Wir mussten es eben wagen. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Gefahr zu beseitigen. Wir haben genau nach meiner Formel gearbeitet. Da konnte theoretisch überhaupt nichts passieren. Na, und praktisch ist ja auch nichts passiert, mein lieber Slaughter. Das Schlimme ist nur, dass die United eine viel größere Menge von dem explosiven Zeug liegen hat und im Augenblick gar nicht in der Lage ist, es unschädlich zu machen. McGann hat den Autoklav in Detroit ja kurz und klein geschmort.« »Aber da muss sofort etwas geschehen,« fuhr er lebhafter werdend fort. »Wir müssen eingreifen, und wenn ich selber deswegen nach Detroit fahren müsste. Die Leute haben ja keine Ahnung von der Gefahr, in der sie sich befinden.«
Es handelt sich dabei nicht nur um die United allein. Bei einer Explosion würden umfangreiche Teile der Stadt in Mitleidenschaft gezogen werden. Es könnte eine Katastrophe geben, schlimmer noch als das große Erdbeben von Frisco. Mein Gott, Spinner, was soll man tun? Sie werden in Detroit natürlich mit dem Stoff experimentieren. Sie werden versuchen, ihn zu analysieren, und dabei wird er ihnen unter den Fingern losgehen. Man muss warnen, Spinner, Verhaltensmaßregeln senden. Dr. Wandel fuhr sich mit einer müden Gebärde über die Stirn. Viel nützen kann das auch nicht. Der Stoff ist zu heimtückisch. Während wir hier sitzen und reden, kann das Unglück jeden Augenblick geschehen. Kann vielleicht schon geschehen sein. Das ist nicht meine Sache, sagte Spinner mit unerschütterlicher Ruhe. Wenn Sie es für angebracht halten, so geben Sie in Gottes Namen eine Warnung nach Detroit. Ich habe andere Sorgen. Viel Neues und wenig Gutes dabei, meinte Slaughter, als Spinner fortgegangen war. Es scheint, Doktor, dass wir nicht zur Ruhe kommen sollen. Dr. Wandel hantierte mit seinen Papieren. Während er die beschriebenen Seiten zusammenlegte, blieb sein Blick an einer der langen Formeln haften. Er griff zum Bleistift, verfolgte die einzelnen Glieder der mathematischen Entwicklung und vergaß darüber seine ganze Umgebung. Eine Weile sah ihm Slaughter zu. Dann rief er ungeduldig: »Sie schweigen sich in allen Tonarten aus, Doktor. Reden Sie doch auch ein Wort. Was sagen Sie zu den Neuigkeiten, die uns Spinner eben aufgetischt hat?« Dr. Wandel ließ den Bleistift sinken. »Es ist störend, Slaughter. Es wirft alle meine Dispositionen über den Haufen. Sehen Sie hier?« Er schob Slaughter das Blatt mit der Formel hin, die er eben nachgeprüft hatte. Mit stillem Schauder betrachtete Slaughter die endlose Reihe mathematischer Symbole, während der Doktor fortfuhr: »Sehen Sie, Slaughter, das ist das Richtige. Jetzt habe ich's endlich. Noch 2 bis 3 Experimente mit dem Autoklav und wir werden den Stoff haben, nach dem ich so lange suchte. Den idealen Stoff, Slaughter, bei dem wir die Abgabe der Energie ebenso einfach und bequem regeln können wie bei einer Kesselfeuerung. Aber Zeit brauche ich dazu. Wenigstens eine Woche ungestörter Arbeit wird dafür noch notwendig sein. Zum Teufel, warum lässt mich die United nicht in Frieden?« Er schlug erregt mit der Faust auf den Tisch. Erstaunt sah Slaughter ihn an. So aufgebracht hatte er den ruhigen Deutschen noch nicht gesehen. »Es ist eine bodenlose Gemeinheit von Chelmsford und seinen Leuten«, schrie Dr. Wandel mit einem zweiten Faustschlag auf den Tisch. »In Detroit haben sie mir die Arbeit unmöglich gemacht, und jetzt stören sie mir hier meine Kreise.« Der Doktor sank wieder in sich zusammen. Alle Erregung war von ihm abgefallen. »Unsinn, Doktor«, unterbrach ihn Slaughter. »Hier ist der richtige Platz für Sie. Hier bei uns werden Sie Ihre Arbeit zu Ende bringen. Die Company wird schon für die nötige Ruhe sorgen.« EA Pro Productions.